Der Referent ist heute Dr. Stefan Tjetmers aus Hannover. Er hat Erziehungswissenschaft in Münster studiert und zum Thema Social Software in der Hochschullehre promoviert. Als Leiter des E-Learning Centers der Hochschule Hannover beschäftigt er sich intensiv mit theoretischen und praktischen Aspekten zum Einsatz digitaler Medien in der Hochschullehre sowie den damit verbundenen hochschuldidaktischen Fragestellungen. Und jetzt gebe ich das Wort meinem Kollegen weiter und ich schalte mein Kamerabild aus. Aber wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen per Telefon oder im Chat die ganze Zeit zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank, Nika. Auch von mir aus nochmal ein herzliches Willkommen. Und die Frage, ob auch mich jeder hört. Ich sehe zwar ein Mikrofonsymbol, aber gerade scheint es wohl Probleme gegeben zu haben bei Norbert, aber das ist schön. Sonst ergibt das ja alles gar keinen Sinn, wenn mich niemand hört. Schön. Dann starten wir direkt mit dem Thema Moodle in der Hochschullehre. Ich habe ein paar Folien, aber möchte viel mehr zeigen, weil es, glaube ich, sinniger ist, wenn man sich das mal angeguckt hat, wenn man so eine Moodle-Plattform mal sieht und mal sich anguckt, wie sich das verhält, vielleicht zu Plattformen, die man schon kennt. Agenda. Ein kurzer Überblick, 3, 4 Folien, mehr ist das gar nicht. Ich möchte keine Technikeinführung geben, sondern ich möchte mich darauf konzentrieren, Ihnen zu zeigen, wie Moodle vielleicht denkt. Dann lachen die Teilnehmer sehr häufig, weil ein System denkt natürlich nicht, aber hinter Moodle steckt eine Idee, eine pädagogische Idee und die wird durch die Technik verfolgt. Das finde ich daran immer sehr gut, weil daran lässt sich vieles ableiten, auch in der Nutzung später. Wie denkt Moodle wird deshalb ein Thema. Eine Live-Demo aus Sicht eines Lernenden. Daran möchte ich dann auch nochmal 2, 3 Dinge zeigen, wie ein Moodle-Kursraum aussieht, denn er unterscheidet sich durchaus von anderen Kursräumen, die mir bekannt sind. Und eine Live-Demo aus Sicht eines Lehrenden. Also was kann der Lehrende anders machen? Welche Rechte hat er mehr? Was sieht er vielleicht? Es wird keine umfassende Informationen geben. Dazu bräuchten wir tatsächlich Stunden, um die Funktionsfülle nur zu zeigen, geschweige denn, das wirklich zu verstehen, wie das funktioniert. Dennoch möchte ich an 2 ausgewählten Aktivitäten zeigen, wie so die Einstellungen im Hintergrund sind durch den Lehrenden, wie man eine solche Geschichte anlegen kann, anhand einer Umfrage und einer Aufgabe. Abschließend gibt es noch eine Fragerunde. Es soll aber nicht so sein, dass ich die ganze Zeit rede und Sie am Ende Fragen stellen dürfen, sondern gerne dazwischen im Chat fragen und ich hoffe, ich habe auch die Antworten dazu, sodass man immer mal wieder vielleicht Zeit hat, zwischendurch die Fragen zu beantworten, die vielleicht im Vortrag heraus entstehen. Ja, die kurze Abfrage, welche Lernmanagementsysteme Sie kennen, hat gerade schon stattgefunden. Und ich möchte einmal die Ergebnisse mir angucken. StudIP mit 75%, Moodle gleich auf, gerade eben noch mit 75%, hätte ich gar nicht gedacht. Ilias mit 50, Opal mit 25, ein Portal aus Sachsen, glaube ich, in Sachsen produziert und auch hauptsächlich dort angewendet. Und 4 mit einem anderen, keiner mit gar keiner Erfahrung, das finde ich schön. Allerdings nur in Anführungszeichen ein gutes Drittel hat in den letzten 12 Monaten als Lehrender mit Moodle gearbeitet. Ich habe diese Frage eingebaut, weil Moodle sehr häufig aktualisiert wird und ich durchaus mal Personen kennengelernt habe, die gesagt haben, ja, Moodle habe ich mal, das war aber ganz doof. Naja, ist irgendwie 5 Jahre her gewesen und seitdem ist viel passiert. Das ist schön. Da bin ich gespannt, was vielleicht aus von denen, jetzt ist es nur noch ein Drittel, gerade war es noch ein gutes Drittel, vielleicht an extra Fragen kommt. Ja, so viel dazu. Ich würde dann weitermachen in meiner Präsentation. Was ist Moodle? Moodle ist ein Lernmanagementsystem. Lernmanagementsystem wird sehr unterschiedlich gedeutet. Manchmal heißt es Learning Management, Lernplattform, andere sprechen von Lernorganisation und was genau organisiert wird oder nicht, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Erstmal ist Moodle aber ein sogenanntes Lernmanagementsystem, LMS.
Moodle ist Open Source unter GNU General Public License, kostenfrei, kann also von jedem runtergeladen, installiert werden und auch beliebig verändert werden für seine eigenen Zwecke. Das finde ich sehr angenehm, denn wenn man jemanden hat, der programmieren kann, ich kann es leider nicht, kann man doch das ein oder andere an ein paar Stellen nochmal ausbügeln oder anpassen, so wie man sich das vielleicht eher wünscht. Moodle ist sehr international. Moodle kommt im Original aus Australien. Eine angefangene Doktorarbeit ist, glaube ich, eine Schicksalsgeschichte. Der Chef von Moodle ist immer noch Chief von allem, hat eine Doktorarbeit angefangen und die aber bis heute nicht zu Ende gekommen in den letzten 12 Jahren. Aber immerhin ist daraus Moodle entstanden, was ich dann noch ganz nett finde. Und Moodle wird in 86 Übersetzungen angeboten. Die große Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch zu 100% übersetzt im Sprachpaket, andere kleinere Sprachen wie Maori wahrscheinlich nur zu 10, 20%. Das ist jetzt nicht total übersetzt, aber es ist wirklich sehr weit verbreitet. Moodle macht Spaß, das war mir nochmal wichtig. Den Punkt habe ich als letztes, glaube ich, eingefügt. Denn Moodle macht mir jeden Tag aufs Neue Spaß. Ich finde immer noch neue Funktionen. Mit jedem Update, die halbjährlich kommen, größere, gibt es neue Dinge, die auch den Lehrenden Spaß machen. Und das finde ich, macht diese Plattform wirklich aus. Es ist nicht nur eine Verwaltung oder Projektmanagement, sondern man kann sich da sehr kreativ, didaktisch auch wirklich austoben. Und Moodle ist groß. Moodle ist riesig und das war mir auch entsprechend wichtig, das nochmal zu betonen, weil wer Moodle nicht kennt, wer den Kontext nicht kennt, und wie groß kommt auf der zweiten Folie? Es gibt 50.000 registrierte Installationen in 231 Ländern. Registriert heißt, ich kann es runterladen, installieren und auf Registrieren drücken. Das kann sein, dass hinter den 50.000 registrierten Installationen 50.000 Menschen sitzen. Es könnte aber auch sein, dass dahinter jeweils eine Open University aus England hängt, mit jeweils 100.000 Nutzern dahinter. Das heißt erstmal nicht so viel, weil man nicht weiß, wer dort wann auf Registrieren gedrückt hat. Aber diese registrierten Installationen melden bestimmte Rahmendaten weiter. Und zum Beispiel die Anzahl der Kurse, das sind 7 Millionen insgesamt nur von den registrierten Installationen, 60 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit, 132 Millionen Forumsbeiträge und um die Zahl nochmal zu steigern, mehr als 250 Millionen Testfragen. Das ist schon irre. Also würde ich ganz stark davon ausgehen, dass hinter den 50.000 Installationen nicht nur 50.000 Nutzer hängen, sonst wären die arg fleißig gewesen. In den letzten 2 Monaten und 60 Tagen ist Moodle mehr als 200.000 Mal heruntergeladen worden. Das sind alles Informationen von heute, von der Internetseite moodle.org. Dabei habe ich jetzt mal nur die Downloads der Version 2.7 und 2.8, also die letzten beiden, gezählt. Wenn wir die anderen noch mit dazu zählen, dann kommen wir auf 250.000, 300.000, aber das halte ich jetzt nicht für so seriös. Wie gesagt, wenn ich jetzt auf Download klicke, dann habe ich es mir runtergeladen. Auch das heißt nicht so viel, aber es zeigt schon, dass Moodle groß ist und ein breites Interesse weltweit hat. Moodle ist flexibel. Moodle ist seit einigen Versionen im sogenannten Responsive Design, bietet es an. Also egal auf einem riesen Bildschirm oder auf dem kleinen Smartphone in der Mitte auf Laptops oder Tablets. Es sieht eigentlich immer brauchbar und einigermaßen schick aus. Das hilft sehr, denn auch die Studierenden bei uns oder die Lernenden allgemein werden immer mehr auf mobile Endgeräte ausweichen. Das ist wirklich ein großer Schritt. Bei uns an der Hochschule sind es circa ein Viertel der eingeloggten Nutzer, die mit mobilen Endgeräten darauf zugreifen. Das finde ich schon eine enorme Zahl. Ja, Moodle in einer Nussschale. Moodle ist in Kursen organisiert, welche wiederum Lernaktivitäten und Arbeitsmaterialien enthalten. Das klingt noch nicht so besonders, ergibt aber mit dem zweiten Punkt vielleicht ein wenig mehr Sinn. Diese 20 Module
In der Standardauslieferung sind es 20 Aktivitäten und Materialien, können frei zusammengestellt und miteinander in Verbindung gebracht werden. Was jetzt ein Halbsatz ist, ist unglaublich viel an Möglichkeiten im Hintergrund. Also ich kann nicht nur ein Forum anlegen, sondern ein zweites, ein drittes, ein viertes. Mehr als 10 habe ich noch nicht probiert. Ich kann nicht eine Aufgabe anlegen, nicht ein Wiki, sondern ich habe von allen Dingen so viel, wie ich im Prinzip möchte. Und was ich vorsichtig versucht habe zu formulieren, mit Verbindung gebracht werden, ich kann Abhängigkeiten schaffen. Abhängigkeiten, die zum Beispiel heißen, wenn du diesen Text gelesen hast, erscheint eine Aktivität Test. Und wer in diesem Test mindestens 50% der Fragen richtig beantwortet hat, dem erscheint ein Zusatzmaterial. Und wer weniger als 50% geschafft hat in dem Test, der bekommt nochmal extra Hilfe. Und wenn man das zu Ende denkt, wie man die Dinge miteinander in Verbindung stellen kann, dann gibt das sehr umfangreiche und sehr mächtige Möglichkeiten, so einen Kursraum zu gestalten. Moodle ist stark modular, nicht nur in den einzelnen Aktivitäten und Materialien, sondern in vielen Stellen im System, leicht erweiterbar dadurch. Also wenn mir die 20 Standardmodule, Aktivitäten nicht gefallen, dann kann ich mir welche runterladen. Gibt es sehr viele extra Module, man kann sich die auch selber programmieren, davon gibt es Dutzende. Ich kann mir Designs runterladen, kann mir die selber machen, ich kann mir die kaufen, ich kann aber auch einfach auf die Seite gehen und mir ganz interessante, freie, offene Designs runterladen und damit die Seite verändern. Zeige ich gleich noch ein bisschen was zu. Fragetypen. Wenn mir bei Quizzes, also Tests, Multiple Choice, Single Choice, Freitext nicht reicht, dann gucke ich auf die Fragetypen-Modul-Plugin-Seite und sehe, oh, da kann ich doch Zuordnungsfragen machen, Lückentextfragen machen, mathematische Berechnungen machen. All das, was diese sehr große Moodle-Community irgendwie erstellt hat und dort zur Verfügung stellt, damit kann ich mir meine Plattform erweitern. Bis hin zur Authentifizierung. Jetzt wird es ein bisschen technisch, geht nicht anders. Ich kann eine Selbstregistrierung anbieten. Ich kann mich über LDAP einloggen. Ich kann mich über CAS einloggen. Ich kann über diverse Systeme mich noch dort in das System bringen, was, glaube ich, den unterschiedlichen, sehr heterogenen IT-Umfeldern an verschiedenen Institutionen der Welt gerecht wird. Eine Folie dazu. Und mich würde jetzt interessieren, natürlich nur von den Leuten, die vielleicht Moodle eher nicht so kennen, was würden Sie jetzt von Moodle erwarten? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede vermuten Sie in Bezug auf Systeme, die Sie vielleicht kennen, besser kennen? Ich müsste jetzt einmal Nika bitten, die Umfrage. Ach ja. Also das linke Fenster, was würden Sie von einem System Moodle mit dieser Philosophie erwarten und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede würden Sie bisher sehen zu Systemen, die Sie kennen? Also das und das im Vergleich zu Opal, das und das im Vergleich zu Stuttgart. Gut, die Frage war doof formuliert, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Jetzt ist mir natürlich nicht klar, ob Module, Plugins und Veranstaltungsbezug jetzt eine Gemeinsamkeit oder ein Unterschied ist. Das war vielleicht nicht ganz geschickt gefragt. Danke. Während die letzten oder die einige noch schreiben, versuche ich mal auf ein paar Punkte einzugehen. Hohe Flexibilität. Ja, denke ich, hat es. Kommunikation, intuitives Bedienen, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, ja, das ist es, und die anderen sagen, gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es verstanden hat, geht's. Das gilt wahrscheinlich für viele Systeme. Ich zeige Ihnen gleich ein paar Dinge und dann können Sie selbst entscheiden, ob das jetzt intuitiv ist oder ob das jetzt vielleicht weniger intuitiv war. Anpassbarkeit an eigene Bedürfnisse würde gelten tatsächlich für den einzelnen Nutzer.
als auch für die einzelne Installation würde aus meiner Sicht für beide gelten, richtig. Ja, Integration in den Uni-Alltag, das ist ein Teil, der tut weh. Da komme ich aber gleich noch drauf. Eine Kopplung mit LSF ist so eine Sache. Große Community, großer Support. Ja, die Leute, die ich bisher mit Moodle begleitet habe, auch mit eigenen Installationen, die Hilfe brauchten, waren sehr begeistert und geradezu überwältigt von der Community. Man kann sich, es gibt viele verschiedene Foren, auch unterschiedlich von der Sprache her. Es antwortet immer jemand, es ist riesig, jeder weiß relativ viel. Und es gibt eine sehr enge Community, auch auf zum Beispiel Hochschulebene in Deutschland, die sich sehr eng austauscht und wo man gemeinsam Dinge programmiert, die wichtig sind, zum Beispiel ein Connect-Plugin, aber auch international. Man muss dann eben halt Englisch fragen, aber ja, dann ist der Support für mich großartig. Es gibt auch sogar noch Parallelstrukturen, da kann man dann Moodle Partner heißen, die offiziell bezahlen. Das sind einfach Dienstleister, denen man dann das nötige Kleingeld in die Hand gibt, die haben das dann entsprechend anpassen. Wenig Verwaltung, ja, auch dazu komme ich gleich noch an einem Punkt. Unterschiede, Lernplattform. Ja, Peter, dass du Lern groß geschrieben hast, das würde ich gleich freuen auf, glaube ich, schon der nächsten Folie, denn da habe ich es fett gemacht und unterstrichen. Vorbereitet. Grafische Benutzeroberfläche, ja, aber da gehen wir vielleicht direkt gleich in die Demo rein. Schöne Punkte, mal gucken, was Sie sagen, was sich davon dann tatsächlich erfüllt. Wie denkt Moodle? Moodle denkt tatsächlich erstmal pädagogisch, didaktisch. Moodle ist entstanden nicht, weil sich ein paar Programmierer überlegt haben, wir müssen jetzt mal was programmieren, sondern weil sich ein paar Didaktiker gesagt haben, wir werden von den damals zur Verfügung stehenden Plattformen nicht ausreichend unterstützt, wir müssen da jetzt mal was anderes tun. Wobei sich die Plattform, auf die sich die Moodle Lerner da beziehen, hauptsächlich das alte Blackboard von vor 10, 15 Jahren ist. Kursräume müssen flexibel gestaltbar sein. Moodle sagt, keine klare Struktur, die immer wieder auftaucht. Markus hat das gerade erwähnt. Das könnte vielleicht zu Verwirrung führen. Ja, vielleicht. Das ist Moodle ganz wichtig, dass es nicht den einen Kurs gibt, der überall gleich aussieht, sondern wo sich die Lehrenden individuell einrichten können. Moodle hat viele Analogien aus der Präsenzlehre, ohne sich ausschließlich an dieser zu orientieren. Diese Analogien, da kann man direkt diese flexible Gestaltung mit reinnehmen. Es gibt unterschiedlich große Räume. Wir haben einen Vorlesungsraum von 150, 200, 300 Plätzen und wir haben den kleinen Seminarraum für 5. Das muss flexibel gestaltbar sein. Wir haben manchmal Tafeln in Präsenzlehre, wir haben manchmal Tische, Gruppen, Arbeiten. All das möchte Moodle abbilden können. Weil viele Lernprozesse kommen nun mal aus der Präsenz und sich daran zu orientieren, kann nicht das Schlechteste sein. Also daran versucht sich Moodle dann immer zu messen. Moodle unterstützt den Lehrenden beim Lehren und den Lernenden beim Lernen. Das klingt ziemlich albern, ist mir aber wirklich wichtig, denn der Lehrende soll sich wirklich unterstützt fühlen und der Lerner beim Lernen unterstützt fühlen. Das ist Moodle auch sehr wichtig, dass es hier nicht oder nur ganz rudimentär um Verwaltung geht. Das, glaube ich, Peter hatte den Punkt vorhin angesprochen, sondern der Lernprozess begleitet wird. Also das Verständnis vom Lernmanagementsystem ist bei Moodle keines. Ich organisiere das Lernen durch Raumverwaltung, durch administrative Dinge aller Art, sondern ich organisiere den Lernprozess, also Aufgaben zu stellen, Leute zur Arbeit zu bekommen, Gruppenarbeit zu moderieren, kommunikative Elemente hineinzubringen, abzuprüfen, formative, aber auch summative Assessments. Das ist das Verständnis von Lernmanagement bei Moodle und weniger das Management drumherum. Woanders gibt es den Begriff Lernorganisation
Und ja, da wird nicht das Lernen manchmal organisiert, das ist der eigentliche Lernprozess, sondern mehr das Drumherum. Aber um jetzt mal praktisch zu werden, würde ich gerne zum Demo wechseln. Dazu habe ich einfach die Demo-Installation von Moodle.org genommen. Da können auch Sie sich einloggen, sowohl als Student als auch als Lehrender. Vielleicht nicht jetzt parallel, dann kann ich ein bisschen was zeigen parallel, sondern danach. Ich gebe die URL auf jeden Fall noch durch. Ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei und hoffe, dass das so funktioniert. Sehen alle den Bildschirm? Ich hoffe. Das ist ein Kurs Psychologie im Kino auf Englisch. Und so sieht fast jede Moodle-Seite im Prinzip aus. Häufig eine Dreiteilung, die auch eine Zweiteilung sein kann. Links und rechts Zusatzinfos und Navigation. In der Mitte der eigentliche Content-Bereich, in dem viel passiert. Auf Anhieb sieht man schon, hier wurde individuell flexibel gestaltet. Hier gibt es drei Bildchen, die sofort, aha, Fight Club, Beautiful Mind und Spider. Hier gibt es einen kleinen Audio-Input, den werden Sie jetzt höchstwahrscheinlich nicht hören. Da sagt der Lehrende etwas. Ich fühle mich dadurch durchaus persönlich angesprochen. Und jetzt hat Moodle hier verschiedene Abschnitte. Diese entsprechen häufig der Logik im Ablauf. Erste Sitzung, zweite Sitzung. Müssen aber nicht. Das ist wieder das Flexible daran. Es könnte auch sein, erste und zweite Sitzung. Wir könnten den Kurs auch ganz anders organisieren und sagen, das ist Organisation, das ist Kommunikation, das ist Gruppenarbeit und das ist Reflexion. Und völlig unabhängig, wie die Chronologie des Kurses ist. Und das sind die unterschiedlichen Aktivitäten und Materialien. Kann sie nicht alle durchgehen. Aber hier zeigt es sehr schön, dass man den Lernprozess durchgeht. Hier ist das Vorwissen wieder gefragt. Also, was ist mein Vorwissen? Ich weiß gar nichts oder weiß sehr viel. Damit weiß der Lehrende relativ schnell, okay, die und die Leute habe ich vor mir in einer schnellen Abfrage. Hier als Option, noch nebenbei in diesem Kurs, ist eine Fortschrittsanzeige. Was habe ich denn schon gemacht? Gerade war dieser Haken nicht drin. Der blaue Haken heißt, es wurde vom Moodle abgeprüft, ob ich hier was getan habe. Ich kann aber auch Dinge selber anlegen und sagen, ja, ich habe hier das Forum gelesen und alles passt. Es gibt Tests, kleine. So sieht ein Test in Moodle beispielsweise aus. Single Choice. Hier verschiedene Möglichkeiten. Müssen wir jetzt nicht im Detail durchgehen. Und auch damit könnte ich, wenn ich den abgebe, bekomme ich ein Feedback. Richtig und als Feedback direkt ein Video. Richtig, falsch. Auch hier nicht im Detail. Und so gehe ich langsam durch und habe durchaus verschiedene Möglichkeiten, ein Treffen zu vereinbaren, eine Terminvereinbarung zu machen, nützliche Links, Videoressourcen, durch die ich dann einfach durchklicken kann. Das sind eingebettete YouTube-Videos zu den verschiedenen Filmen. Bis hin die Gruppenarbeit, ein Wiki, ein Feedback und ein Lerntagebuch als ein Beispiel, wie so ein Moodle-Kurs aussieht. Ein zweites Beispiel. Eine ganz andere Plattform, das ist die der Hochschule Hannover.
Sie sehen auch da wieder, das Design ist anders. Man erkennt Moodle aber durchaus wieder. Und zwar die Blöcke links, Mitte, rechts mit verschiedenen Dingen. Ich bin hier in diesem Kurs nur Student und kein Lehrender. Und die Oberfläche ist etwas anders. Und zwar wurde hier eingestellt, dass die verschiedenen Abschnitte nicht direkt auf der Startseite zu sehen sind, damit es nicht zu lang nach unten scrollt, sondern nur die Überschriften dort sind, um dann einzugehen, zum Beispiel in die Einführung. Und hier sieht man ein klassisches Hochschulseminar, die Folien zur Veranstaltung, Zusatzmaterial und ein kleines formatives Assessment, Zwischentest zum Bereich Einführung. Im nächsten Bereich ähnlicher Aufbau, Grundbegriffe, die Vorlesungsfolien und ein Zwischentest zu den Grundbegriffen Informationssysteme. Diese Zwischentests sind unglaublich in der Praxis nachgefragt. Wenn man die geschickt einbettet und zum Beispiel kommuniziert, dass einige Fragen auch für die Klausur Relevanz haben, dann werden, also dieser Kurs zum Beispiel hat in der Regel so 60 bis 70 Teilnehmer, ein Test wird bis zu 700 Mal aufgerufen. Übers Semester verteilt, natürlich am Ende etwas stärker vor den Klausuren, wie es häufig so ist. Aber hier wird wirklich gelernt, hier wird nochmal abgefragt und sehr aktiv benutzt. Sie sehen aber auch, ein Moodle-Kurs kann nicht ganz so ansprechend sein, weil die Funktionen sich hinter diesen Aktivitäten verbergen. Hier gibt es keine Bilder, hier gibt es keine Videos. Das ist eher straightforward. Es funktioniert aber auch, weil, wie gesagt, nicht das Design entscheidet, sondern was die Aktivität für den Lerner ist. Noch ein Beispiel, wie Moodle auch aussehen kann. Das ist so unsere Versuchsplattform. Auch das ist Moodle. Hier etwas mehr ansprechend, vielleicht etwas moderner. Sie sehen daran, das muss ja alles noch gefüllt werden. Hier nur zweizeilig, spaltig. Aber auch da ist die Grundstruktur erkennbar. Und wie leicht Moodle zu verändern ist und wie schnell dies geht anhand dieser Plattform, weil die Live-Plattform wollte ich hier nur nicht unbedingt nehmen. Ich habe mich zu lange nicht angeloggt. Warten Sie kurz. So viel zu schnell mal verändern. Sie müssen diesen Weg gar nicht jetzt mitbekommen, sondern ich möchte Ihnen das zeigen. Ich kann ein Design wählen, wähle einfach ein anderes vorinstalliertes Design und Moodle ist von jetzt auf gleich schon wieder ein wenig anders. Ohne dass ich programmieren können muss, ohne dass ich was tun muss, das Design hat sich einfach umgestellt, ist die gleiche Seite, ich kann genauso schnell wieder zurückwechseln. Und nicht nur, dass ich das Design als solches wählen kann. Viele Designs sind auch noch individuell anpassbar. Das war der falsche Klick. Auch hier. Na, vielleicht nicht das User. Mit einem Klick ist es grün. Also ich muss gar nicht Webdesigner sein, kein CSS können, keine Programmierung können. Das geht häufig schon sehr einfach und schnell. Ein letztes Beispiel. Moodle kann auch Formeln. Auch hier lassen sich die MINT-Fächer ganz gut abbilden. Nicht nur reiner Text, nicht nur Videos und vielleicht eher sozialwissenschaftlich. Moodle versteht einfach LaTeX und diese Dinge kann man überall einbauen, in Fragen, in Tests, in Feedback, in Quizzes, überall hinein. Zum Responsive vielleicht kurz auch noch, sehen hier noch das normale Bildschirmdesign. Sobald ich mehr zoome, verlässt Moodle diesen Bildschirmbereich und es kommt ein extra Menü und es hat eher den Handy-Charakter, was ich wirklich auf dem Handy sehr angenehm finde. Hier ist es doch gerade etwas befremdlich.
Ja, muss ich mal kurz gucken. Wechsel mal wieder zurück. Und ich weiß jetzt nicht, was noch im Chat hier gerade passiert ist. Ich war im Vollbild unterwegs und würde mich jetzt nochmal interessieren, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen Sie jetzt zu den vielleicht Ihnen bekannten Systemen? Was gibt es da, was man jetzt vielleicht eher sehen konnte? Was sie vielleicht auf Anhieb angesprochen hat oder was gerade vielleicht nicht so schön war. Also würde ich Sie noch mal bitten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede würden mich wirklich interessieren. Ich glaube, den Punkt Flexibilität und Individualität habe ich wohl erfüllt. Über den Punkt Strukturierung von Kursen als Endlosliste finde ich ungewöhnlich, würde ich jetzt ja irgendwie gerne diskutieren. Vielleicht findet sich am Ende noch Zeit dazu, ungewöhnlich gut, ungewöhnlich schlecht oder einfach nur gewöhnungsbedürftig, weil es bisher neu war. Das finde ich einfach spannend. Ah, nicht selbsterklärend, somit haben wir das schon mal nicht erfüllt, das, was ich jetzt eher gedacht hätte. Vielleicht war ich auch ein wenig schnell. Kommentar zum Punkt, der Lernprozess als Ganzes scheint abgebildet zu sein mit Zwischentests. Das ist natürlich Sache des Lehrenden. Das macht Moodle nicht. Ein Kursraum, wie Sie ihn gerade gesehen haben, ist zunächst komplett leer, wie ein leerer Raum in der Präsenz. Und ob der Lernprozess als Ganzes abgebildet wird oder nur Teile davon, liegt in der Hand des Lehrenden. Ah, die Lesegewohnheiten sind gemacht. Ja, interessant. Es geben offensichtlich noch sehr viele Leute etwas ein, darum warte ich noch kurz. Zur Endlossicht, jetzt habe ich es ein bisschen besser verstanden, mit dem Hinweis von Jörg kann ich dann vielleicht auch gleich nochmal, wenn wir die Lehrenden sehen, eingehen. Ja, wir haben noch zwei Fragen, die ich gleich mit beantworten muss, und zwar, ob ich die Seite als Lerner selbst gestalten kann, Elemente ein- und ausblenden, und ob man die Lerneinheit nacheinander freischalten kann oder ob sie alle abgebildet sind. Dazu würde ich nochmal, da niemand mehr zu schreiben scheint, wechseln in die Demo. So, der Lerner kann sich im Rahmen dessen, was der Lehrende ihm als Möglichkeiten anbietet, diese Seite auch noch teilweise selbst gestalten. Also zum Beispiel, wenn der Lerner sagt, naja, also dieser rechte Block, der interessiert mich jetzt nicht ganz so, wer da wie gut war, und die Tweets von Twitter, die hier eingebunden werden, interessieren mich auch nicht direkt. Dann hat er hier die Möglichkeit, auf das Minus zu drücken, ups, hier nicht, und sich die Dinger kleiner zu machen. Hier die Navigation, das im Rahmen möglich. Oder er sagt, das interessiert mich nicht ganz so und schiebt es hier an den linken Bereich. Und kann sich damit seine Seite auch noch im Rahmen selber gestalten. Nur weil die hier links sind, verlieren die nicht an Funktionen. Also man kann auch hier jederzeit darauf zugreifen, wenn einem die Navigation nicht ganz so entscheidend ist. Ich würde jetzt mal wechseln in den lehrenden Modus. Log mich hierzu aus. Und zeige Ihnen, wie die gleiche Seite aus Lehrenden sich aussieht. Erstmal genauso, man kennt keinen Unterschied. Es gibt zwei, drei kleinere Punkte, die aber einen Riesenunterschied dann machen können. Und zwar
Dieser Punkt. Achso, wir sind ja mehrsprachig, wir können ja auch einfach mal auf Deutsch umschalten. Wenn ich hier viele Sprachen ankündige, dann ist es natürlich automatisch die Moodle-Oberfläche in Deutsch, denn Moodle ist übersetzt. Diese Dinge gibt der Lehrende selber ein, die werden natürlich nicht entsprechend übersetzt. Das ist Content. Da kann Moodle jetzt wenig tun. Und wenn man Bearbeiten einschaltet, bekommt man eine Sicht, die einem es ermöglicht, den gesamten Kurs zu verändern. Das ist jetzt wirklich erstmal nicht intuitiv, denn hier passiert sehr viel. Also ich habe hier diverse neue Symbole. Ich kann sie leider nicht alle erklären, aber ich zeige ein paar Dinge. Ich kann jedes Element, jede Aktivität an eine andere Position verschieben. Diese Seite wird, sehen Sie hier, in 16 Minuten eh zurückgesetzt, darum darf ich hier beliebig probieren. Ich kann ganze Blöcke, Abschnitte verschieben. Habe ich das jetzt getan? Moment, da nicht. Die Gruppen über den Background, Gruppen, Background und den Background wieder nach oben. Ups, jetzt habe ich nicht. Ich kann als Lehrender einzelne Aktivitäten verstecken oder sichtbar machen. Dann Bearbeiten-Knopf und dann sage ich einfach verbergen. Es wird grau und damit sehen in dem Moment Teilnehmer diese Punkte nicht mehr. Wir könnten jetzt mal mit zwei Bildschirmen wechseln und dann würden Sie sehen, es erscheint einfach nichts mehr. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, das wieder anzeigen zu lassen oder einen kompletten Bereich einfach mal unsichtbar zu schalten. Damit kann ich wunderbar vorarbeiten, alles vorbereiten für die nächste Sitzung oder gar für das gesamte Semester und erst dann freischalten, wenn ich das benötige. In den tiefen Einstellungen könnte ich sogar sagen, es wird freigeschaltet an. Aber das machen wir jetzt nicht. Moodle arbeitet mit unglaublich stark mit Rollen und Rechten. Und der Admin, der wird diese Rollen definieren und die dazugehörigen Rechte. Ein Lehrender hat die Rechte zum Beispiel diesen Bearbeiten-Knopf zu bekommen, ein Studierender hat dieses Recht nicht. Es wird genau darüber erledigt. Es gibt aber auch diverse Zwischenrollen mit entsprechenden Rechten. Beispielsweise könnte man sich den Tutor vorstellen, der zwar bearbeiten darf, aber nicht in die Berichte reingucken darf, in die Benotung, in die Bewertung reingucken darf, weil er nur die Oberfläche Dateien hochladen soll. Und apropos Dateien hochladen, es ist sehr angenehm mittlerweile seit ein paar Versionen. Neue Dateien kann ich sehr einfach. Das ist jetzt allerdings sehr schwierig, Ihnen das über die Bildschirmfreigabe zu zeigen. Per Drag and Drop in den Kurs ziehen. Ich ziehe einfach eine Datei wie vom USB-Stick auf die Festplatte oder andersrum in den Kurs und sie wird hochgeladen. Und ich muss nicht über ein Dateiauswahlmenü und auswählen und hochladen und okay und bestätigen und so gehen. Das ist auch sehr nett. Ja, jeden Block kann ich dann löschen. Und damit den Kursraum so freigestalten, wie ich es Ihnen gerade versprochen habe. Natürlich auch hier die Blöcke verschieben. Und wenn ich als Lehrender sage, ich brauche in der Mitte den Platz, dann wird hier einfach gelöscht, was das säuchelt. Also viel am rechten Rand. Und wenn alles gut geht, haben wir dann viel mehr Platz in der Mitte und können diesen Platz nutzen. Jo, in Anbetracht der Zeit würde ich, glaube ich, jetzt voranschreiten, es sei denn, ich habe was total Wichtiges vergessen, beziehungsweise sind noch Fragen da, ich kenne gerade keine. Ach ja, eine war noch die von Ruhe. Wir haben jetzt hier so eine manchmal sehr lange Liste, die vielleicht nicht den Lesegewohnheiten entspricht. Es
gäbe die Möglichkeit, in den Einstellungen des Kurses zu sagen, es wird nur ein Abschnitt pro Seite, das war gerade in diesem Grundlagen-MI-Kurs. Und dann hat der Student, ich mache das nochmal so, wieder diese Ansicht, dass ich erst da reingehen kann und dann nur den Teil der Analyse sehe und dann weitergehen kann zu den Projekten und dann weitergehen kann zu den Hintergrundinformationen und so weiter. Das entscheidet aber, wie gesagt, der Lehrende und nicht der Student. Ja. Zwei Aktivitäten würde ich gerne vorstellen, ein wenig umfangreicher. Und damit man mal sieht, wie das aus Lehrenden aussieht, in Lehrenden Sicht aussieht. Wenn ich eine neue Material oder Aktivität, sie ändern sich, die 20 voreingestellten Module anlegen möchte, klicke ich hier drauf und bekomme eine Auswahlbox, was ich denn jetzt tun möchte. Eine Abstimmung, eine Aufgabe, ein Chat. Sehen Sie es mir nach, das alles zu erklären alleine. Hier ist mir jetzt an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht möglich. Wenn ich die Abstimmung nehme, eine leichte Installation. Moodle ist da immer sehr ähnlich. Ich brauche immer einen Namen. Und ich brauche fast immer eine Beschreibung. Eine Beschreibung kann auch eine Aufgabenstellung sein oder eine Bitte zum Beispiel. Würde man jetzt hier in der Beschreibung sagen, bitte tragen Sie sich für ein Thema ein, folgende Themen stehen zur Auswahl, beachten Sie das, was ich in der Sitzung gesagt habe. Und wenn ich möchte, könnte ich dann auch durch den sehr umfangreichen Texteditor sogar ein YouTube-Video einbinden oder eine Formel. Also Pflicht. Ich kann sagen, ob die Teilnehmer ihre Auswahl ändern dürfen. Ich kann sagen, ob mehr als eine Auswahl möglich ist, also der klassische Unterschied zwischen Single und Multiple Choice. Und ob ich die Anzahl pro Option beschränken möchte. Das Tolle an Moodle, darum macht Moodle sehr viel Spaß. Je nachdem, was ich einstelle, kann ich verschiedene Ziele verfolgen und auch höchstwahrscheinlich erreichen. Erlaube ich die Auswahl, die Änderung der Auswahl oder erlaube ich das nicht? Dann müssen die sich das genau überlegen. Gibt es mehrere Möglichkeiten, beschränke ich oder nicht? Da lassen sich sogar Gruppenanteilungen mitmachen. Referatsverteilung. Hier trägt man die Referate ein bei denen und sagt maximal 3 Personen pro Referat. Das Thema können wir 2 machen, weil das vielleicht nicht so umfangreich ist und so weiter. Kann hier beliebig viele, ich weiß gar nicht, wie viele gehen, hinzufügen. Kann die Abstimmung beschränken und sagen, wenn sie sichtbar ist, selbst wenn sie sichtbar ist, dürfen Teilnehmer nur in diesem Zeitraum abstimmen, vom 17. bis zum 19. Und ich kann sagen, ob und wenn ja, wie die Ergebnisse veröffentlicht werden sollen. Was extrem spannend ist, nach eigener Stimmabgabe, nach dem Abstimmungsende oder Ergebnisse immer anzeigen, extrem spannend in Verbindung mit Änderungen erlauben. Gehen wir zurück zur Referatsauswahl. Wenn ich sage, Änderungen erlauben ja und Ergebnisse immer anzeigen, was passiert? Man denke auch außerhalb des Hochschulkontextes, aber auch im Hochschulkontext. Man sieht, wer sich für das Referat 1 eingetragen hat. Und wenn ich Monika nicht mag, dann gehe ich zurück und sage, Änderung erlauben, gehe ich ganz schnell wieder raus und gehe über zu Referat 2. Oder ich möchte unbedingt mit meinem Klaus in die Gruppe und dann sage ich, ich bin Klaus ist hier, hier rein. Ich kann aber auch das genau unterbinden und sagen, nee, das gibt es schon mal gar nicht. Ich zeige das nicht an. Hier, die Ergebnisse werden nicht veröffentlicht und damit unterbinde ich genau diese soziale Auswahl und beschränke ein wenig mehr und konzentriere mich auf die Themenauswahl, unabhängig von den Personen. Natürlich, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer außerhalb von Moodle machen, wie die sich ansprechen,
Beim Kaffee trinken habe ich natürlich nicht. Ja, speichern und zum Schluss. Sie sehen hier eine neue Abstimmung, ähnlich wie Let's Make a Date. Und die Abstimmung F1, F2, F3, nichts Besonderes. Wo das hier gerade angezeigt wird, auch wenn ich das nicht eingestellt habe, Moodle hat auch eine Gruppenverwaltung. Ich kann die Teilnehmer in verschiedene Gruppen einsortieren und kann dann die Sichtbarkeit von Materialien auf bestimmte Gruppen beschränken. Ich kann die Abstimmung auf bestimmte Gruppen beschränken und sehr viel mit den Gruppen nochmal spielen. Ich könnte auch sagen, das ist der Block für Gruppe 1 und das ist der für Gruppe 2 und die sehen das wirklich nur das, was sie sehen sollen, damit der Kurs eventuell ein bisschen kürzer wird. Die zweite Aktivität ist die sehr umfangreiche Aufgabe. Da sie aber sehr stark genutzt wird und ich den hohen praktischen Wert erkenne, möchte ich sie trotz der umfangreichen Einstellung kurz gezeigt haben. Eine Aufgabe ist vom Prinzip her, der Lehrende gibt eine wie auch immer geartete Aufgabe und die Teilnehmer müssen eine Lösung abgeben. Der Lehrende sammelt diese Lösung über Moodle ein und gibt im Optimalfall ein Feedback oder eine Note oder beides und der Teilnehmer wird darüber wieder informiert. Name der Aufgabe, Referatsausarbeitung. Hier die Anweisung zu laden Sie bitte die Ausarbeitung hoch. Ich kann zusätzlich Hilfedateien, Formatvorlagen und noch dazu hochladen. Ich kann einen Abgabebeginn definieren. Ich kann einen Abgabetermin definieren, bis wann die Dokumente hochgeladen werden sollen oder die Informationen im Text abgegeben sein sollen, das Bild. Und ich habe einen letzten Abgabetermin. Es irritiert am Anfang. Moodle bietet hier die Möglichkeit, einen offiziellen Termin zu nennen, aber diesen auch rein technisch zu überschreiten. Damit bietet Moodle mir die Möglichkeit, zum Beispiel Punktabzüge zu geben für verspätete Einreichungen. Nicht mehr der Briefkasten ist zu und es gibt 0 Punkte, sondern gut, wer einen Tag zu spät ist, kriegt einen Punktabzug und so weiter. Ich kann sagen, ob die Teilnehmer Text eingeben sollen und ein Editorfenster bekommen, Dateien abgeben sollen, ich kann Wörter begrenzen. Ich mache es hier spaßeshalber, ich klappe mal alle Optionen auf. Nur die Aufgabe, Kommentare, Abgabetaste, Eigenständigkeitserklärung, ob die Lösungen bearbeitbar sind, mögliche Versuche, also wie häufig darf ich etwas hochladen, ob die Teilnehmer in Gruppen arbeiten. Auch da kommen die Gruppen wieder zum Tragen und man könnte, wenn das entsprechend konfiguriert ist, durch den Lehrenden sagen, einer gibt für die Gruppe ab, eine Referatsausarbeitung und automatisch wird das für alle anderen mit abgegeben und wenn der Lehrende die eine Note gibt, bekommen auch die anderen Teilnehmer der dieser Gruppe entsprechend dieselbe Note. Wenn das möchte, man kann auch einzeln geben. Es können Mitteilungen verschickt werden. Es können Punkte verteilt werden. Das ist wirklich nicht selbsterklärend. Dazu benötigt man dann technische Schulung. Ich hoffe, ich habe alle Pflichtfelder gedruckt. Und es gibt eine Übersicht. Es gibt 11 Teilnehmerinnen. Ich habe bisher 0 abgegeben. Ich erwarte deshalb auch 0 meine Bewertung. Und es gibt noch 6 Tage, 8 Stunden. Und die Zeit fehlt, um das aus Teilnehmersicht mir anzugucken. Aus Lehrendensicht kann ich mir eine Übersicht anzeigen. Wer nicht abgegeben hat in dem Fall, ich kann eine Bewertung eintragen. Ich kann aber auch etwas mehr machen und ein Feedback geben. Super gemacht, weiter so. Und ich kann den Teilnehmer dann entsprechend darüber benachrichtigen lassen vom Moodle. Der bekommt dann eine E-Mail, der Lehrende XY hat zu der Aufgabe YZ ein Feedback hinterlassen. Klicken Sie hier, um sich das Feedback anzuschauen und dann wird es entsprechend verschickt. Jo. Das war jetzt sehr viel und sehr schnell.
Und jetzt verstehen Sie ein wenig mehr, was ich vorhin meinte, mit wir brauchen dann ein paar Tage, um uns Moodle vollumfänglich anzuschauen. Und jetzt muss ich nochmal die letzten Minuten nutzen, um kurz in den Chat zu gucken. Und schauen, ob es noch Fragen gibt. Wir können aber auch direkt in den großen Chat wechseln, um vielleicht nochmal eine Abschluss, Chatrunde hinzubekommen. Vielleicht, was hat mir an Moodle gefallen? Dazu würde ich gerne mehr wissen. Hier bin ich jetzt gerade sehr neugierig geworden. Oder das hat mir an Moodle weniger gefallen. Oder das finde ich irritierend. Oder vielleicht, da fällt mir gar kein Anwendungsszenario zu ein. Ist ja schön, dass man da viele Einstellmöglichkeiten hat, aber sowas gibt es in der Regel nicht. Das ist fernab der Praxis. Das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, was Sie jetzt mit diesem schnellen Durchlauf und dem Eindruck nochmal. Während Sie schreiben, antworte ich auf zwei, drei Fragen. In Moodle gibt es die Möglichkeit, Live-Meetings abzuhalten oder einzubinden. Abhalten nein, einbinden ja. Ich hatte ja von dem modularen Konzept berichtet. Es gibt da entsprechende Module, Plugins für, ich weiß, von Connect, ich weiß von BigBlueButton und ich weiß von Open Meetings, die man dort, wenn man einen entsprechenden Server hat und ja, kann man das machen. Bei Connect funktioniert das zum Beispiel mit dem DFN Connect Server hervorragend. Dort werden auch die Rechte entsprechend weitergegeben. Sprich, wenn ich Lehrender am Moodle-Kurs bin, bin ich, wie heißt das, bin ich Veranstalter in Connect. Und wenn ich nur Teilnehmer, Student bin, dann bin ich auch nur Teilnehmer in Connect. Ja, ich sehe. Ich zeige mich jetzt, weil unsere Zeit dem Ende neigt, ein bisschen. Ja. Versuche Und ich mal. wollte unsere Teilnehmer darauf hinweisen, dass sie dein Webinar bewerten können unter dieser URL und mit dem Passwort eKult. Das sieht man auch in dem Hinweisfenster. Und wir sind sehr dankbar, wenn Sie das Webinar bewerten, weil wir dann die nächsten Webinare verbessern können, wenn Verbesserung nötig ist. Und wir wissen auch, wo waren die Stärken, wo waren die Schwächen. Und dann können wir unser Webinar, das nächste und die nächsten besser gestalten. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die gerne in den Chat tippen. Ich wollte noch mal kurz zusammenfassen, was gefällt und was nicht. Offensichtlich die Gestaltungsfreiheit, der Funktionsumfang, der ordentlich ist, aber offensichtlich auch die damit verbundene Anforderung an die Ersteller, an die Content-Ersteller, an die Lehrenden, vielleicht unübersichtlich, verwirrende Vielfalt, intuitive Bedienung fehlt. Ja, da wäre ich jetzt natürlich wieder viel interessierter an einem Live-Treffen, um das mal im Detail durchzusprechen, weil viele Dinge kann man voneinander lernen, wenn man sich länger dazu unterhält. Das finde ich tatsächlich spannend. Ja, ich würde abschließen mit einer Folie, die ich bei Moodle direkt mal geklaut habe, denn das zeigt ganz gut, was Moodle sagt, denn es geht nicht nur um Reden, es geht nicht nur um Lehren, sondern Moodle möchte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Studierenden einbinden, aktiv mitmachen lassen und unterbindet da auch einige Funktionen, die sehr inaktiv sind. Und da lassen Sie sich auch nicht darauf ein, die Entwickler, dass sie solche Dinge einbinden, auch wenn sie häufig gefragt sind. Also die Einbindung von Lehrenden, das aktive Lernen steht im Vordergrund. Ich bin weiterhin jetzt noch im Chat erreichbar und chatte im allgemeinen Chat einfach mit, falls es noch Fragen gibt. Ansonsten, wenn Sie mich googeln, können Sie mich auch jederzeit anrufen, eine E-Mail schreiben. Bin ich gerne für Sie da. Kannst du deine Nummer eingeben in den Chat, Stefan? Ja, natürlich. Ich schreibe noch das Passwort hier rein, ganz schnell nach dem Link. Ja.
Schön an meinem Nachnamen ist aber, dass es so einfach ist, mich zu ergoogeln. Ja, und solange du das tust, bedanke ich mich bei allen Teilnehmern für die Teilnahme an dem Webinar und ich nehme Abschied von Ihnen. Ich lasse den Raum für Stefan hier. Es geht auch ohne mich weiter. Ja, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei den Fragen, bei dem Ausprobieren und einen schönen Nachmittag und natürlich schöne Feiertage. Das nächste Webinar findet ja im Januar wieder statt. Dankeschön, Stefan, und ja, dann tschüss. Tschüss.